Hey Leute, ich bin Mac Peverick. Ja, in dieser Anleitung soll es einmal um meinen Kirschbaum gehen. Und zwar soll es darum gehen, wie man diesen schneidet, wann man das am besten macht, auf was man alles achten soll und wie man dabei vorgeht. Ja, kommen wir als erstes einmal zu dem richtigen Zeitpunkt, wann man das machen soll. Da gibt es verschiedene Zeiträume, in denen man das machen kann. Einige empfehlen, dass man das nach der Ernte direkt machen soll. Das ist auch möglich. Das hemmt dann einmal das Wachstum des Kirschbaums und somit wird er dann mehr Kraft in die nächste Kirschproduktion stecken. Das ist der Vorteil davon. Zudem ist es noch recht warm und deshalb werden dann Schnittwunden auch schneller verheilen. Ja, nun ist bei mir unschwer zu erkennen, dass es jetzt nicht direkt kurz nach der Ernte ist. Nein, wir haben jetzt Ende Januar bei mir und auch in dieser Zeit kann man einen solchen Baum schneiden. Das hat nämlich den Vorteil, dass man jetzt sehr gut das Astwerk beurteilen kann und den Baum somit dann auch richtig schneiden kann und auch vor allem viel, viel besser sieht, was man schneidet. Wichtig ist, wenn ihr das zur kalten Jahreszeit macht, dass ihr euch einen trockenen Tag aussucht, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, damit eben die Schnittwunden nicht anfangen zu verschimmeln oder eben, dass sich da Krankheitserreger in diesen Schnittwunden breit machen können. So, dann ist natürlich die Frage, was schneide ich jetzt im Großen und Ganzen weg? Wie gehe ich vor? Ja, es ist natürlich erstmal so, das Ziel des Beschneidens ist, dass der Baum ausgelichtet wird und dass mehr Licht in den Baum hineinfällt und dass somit auch mehr Kirschen dann Licht bekommen und dann eben auch besser die Ernte ausfällt. Hier seht ihr zum Beispiel so eine Überkreuzung hier von Ästen. Ja, das ist absolut nicht gewollt. Die nehmen sich nur gegenseitig das Licht weg. Das heißt, sowas kann man ganz getrost abschneiden. Das heißt, hier schon mal so ein bisschen das Ganze ausdüngen, dass sich überkreuzende Äste dann eben nicht gegenseitig hinterher, wenn die Blätter dran sind, das Licht wegnehmen. Ja, ebenfalls hier so eine Wassertriebe. Die braucht ihr auch nicht. Die könnt ihr auch wegschneiden. Die entziehen dem Baum auch nur Kraft. Ja, nicht nur Überkreuzende und Wassertriebe könnt ihr entfernen, sondern auch Konkurrenztriebe könnt ihr entfernen. Das heißt, da lichtet ihr das auch alles so ein bisschen aus. Ja, hier zum Beispiel, das kann man als Konkurrenztrieb sehen. So, haben wir das hier auch schon mal ein wenig ausgelichtet. Hier überkreuzt es sich wieder ein wenig. So geht man da im Großen und Ganzen bei vor. So, hier so eine Stammausschläge, die braucht ihr auch nicht. Das könnt ihr, wie gesagt, auch alles entfernen. Genau wie diese Wassertriebe halt. Ja, und ebenfalls den viel zu hohen Mitteltrieb, den kann man auch kürzen. Da müsste ich mir jetzt eine Leiter holen oder das Ganze mit einer Teleskopstange dann eben beschneiden. Der Baum ist also sehr, sehr hoch. Das heißt, hier muss man schon mit Leiter und Teleskopstange herangehen. Das werde ich auch machen. Aber wie schneide ich jetzt den Baum? Wie schneide ich ihn jetzt, dass er eben eine entsprechende Form bekommt, dass möglichst viel Licht einfällt? Ja, es empfiehlt sich im Prinzip, einen sogenannten Pyramidenschnitt vorzunehmen. Ja, und hier zeige ich euch jetzt mal, wie ihr komplett vorgeht bei so einem Schnitt, beziehungsweise wie hinterher die Form aussehen soll beim Schnitt. Ihr seht hier also einen Baum, der sehr verwachsen ist. Und der soll dann am Ende folgendermaßen ausschauen. Ja, der soll dann so geschnitten sein. Ihr könnt das sehen, alles an überflüssigen Ästen, die sind weg hier, diese Seitentriebe, Wassertriebe, überkreuzende Triebe sind weg, wie ich euch das gesagt hatte. Der Mitteltrieb hier oben, der lange, der ist gekürzt. Und der Baum hat im Prinzip hier eine leichte Pyramidenform, so dass das Sonnenlicht, was von oben einfällt, auch die unteren Blätter und auch die unteren Kirschen dann eben entsprechend erreicht. Und somit können die sich natürlich wesentlich besser entwickeln, als wenn jetzt hier oben so ein richtig schönes Dach drüber wäre und unten kein Licht mehr einfallen würde. Ja, hier könnt ihr schon mal so ein bisschen den Anfang sehen. Ihr könnt sehen, ich habe hier den Mitteltrieb schon mal gut gekürzt und ich habe auch schon mal hier angefangen, so diese dicken Äste wegzuschneiden, dass ich eben hinterher dann diese Pyramidenform erreiche.
Ja, noch ein Nachteil, wenn man im Winter schneidet, es wird recht schnell dunkel, könnt ihr sehen. Also ich werde dann ja den Baum wie gezeigt weiter in Form schneiden. Das geht dann morgen weiter. Für das Video reicht das ja erstmal. Worauf ich nochmal eingehen will, das ist nochmal dieser Winterschnitt. Hier könnt ihr sehen, ich habe hier mal so einen Zweig. Und zwar ja, sieht man hier auch in der Dunkelheit, denke ich mal, noch so ein bisschen diese Knospe. Und es ist natürlich klar, wenn ich diese Knospe jetzt wegschneide, dann wird da natürlich auch keine Blüte entstehen. Und wo keine Blüte ist, da wird natürlich auch keine Kirsche entstehen. Und ja, deshalb ist dieser Winterschnitt, den man macht, mehr so dafür da, um eben das Wachstum des Baumes anzuregen, beziehungsweise um ihn erstmal kleiner zu machen im Winter wieder hin zum Frühjahr und dann das Wachstum anzuregen. Der Schnitt, den man dann im Herbst macht, sprich August, September, das ist der Schnitt, der dann mehr die Ernte oder ja die Kirschen anregt. Ja, warum mache ich das jetzt? Wie gesagt, weil ich habe den Vorteil, ich sehe hier oben in der Astgabelung genau, was ich mache. Ich habe nicht den ganzen Laub an den Ästen als Abfall. Das ist nochmal ein Vorteil für mich und ja, ist einfach eine gewisse Bequemlichkeit. Und ich achte natürlich darauf, dass ich nicht zu viele Knospen wegschneide. Das heißt, ich habe immer noch genug Kirschen übrig. Und ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacTaverick.